Ich denke an Mama. Papa, Kajuta. Papa. Mach ihn wieder platt. Ich habe Redebedarf am Morgen. Papa, der Jude. Mami. Papa, ich habe auch Schoko. Ich habe auch Schokokroissants mit. Papa. Haben. Papa, guck mal, die Isa. Das ist Isa. Ja. Ganz genau, die Isa ist ein bisschen. Mama, ich will nicht essen. Nichts. Nee, Mama, ich will Apfelschorle. Ich könnte es nicht mehr. Ja, für ein Becher kurz ein Körnchen. Heißt. Letztlich Wasser. Was ist denn grün? Mama, der Papa will auch Hockeschanks. Und ich habe nur für euch welche mitgebracht, ich habe nicht so viel Geld. Mama, der Papa will auch Hockeschanks. Ja, ich hatte nur 3 Euro. Mama! Entschuldigung! Der Papa will auch Hockeschanks. Okay, beim nächsten Mal kaufe ich ihn eins. Mama, mit Venus und Kaffee. Nee, das trinke ich nicht. Sie mag nur Milch, wie von dir. Mama, ich bin auch Milch. Willst du Milch trinken? Ich mag dir Milch trinken. Mama. Halt fest. Papa, es geht um. Der Lenker ist hier falsch montiert. Also, beziehungsweise unnatürliche Stellung. Der geht so nach vorne gebogen. Der gehört sich aber nach hinten gebogen. Der ist völlig unnatürlich, merkt man beim Fahren. Fährt sich mega beschissen. Keine Ahnung, wer das mal gemacht hat. Schrauben war halt ein bisschen hin und her. Ja, cool. Haben wir. Naja, gut nicht, aber besser. Und raus damit. Und weg damit vor allem. Verkaufen. Heute. Alles vorbereitet. Aber es hat echt lange gedauert. Guck mal. Eine Stunde nur zum Vorbereiten. Wahnsinn. Aber so ist es. Hab draußen alles abgeschlossen. Moin. Und aufgebaut, ein bisschen dekoriert, kurz sauber gemacht. Die Räder vernünftig aufgestellt. Und ja, eine Stunde ist weg. Boom. Gott sei Dank kam keiner. So, ich bin fertig. Ich habe meine Opferkerze angezündet vorne. Wisst ihr ja, mein Räucherstäbchen. Und jetzt fange ich an hier mit der ersten Reparatur. Die ist völlig unspektakulär. Die ist ja gestern auch schon drin. Gestern Abend kam die. Und Reifenwechsel. Nichts Besonderes. Und ja, ich weiß, das Mikrofon, was hier drin ist, ist bescheiden und das dämpft nicht die Nebengeräusche großartig. Aber wenn ich jetzt noch ein anderes Mikrofon anschließe, dann wird das ganze Ding größer. Ich kann das nicht mehr so handeln, so gut. Und es braucht mehr Akku. Und
der Stecker fängt an zu wackeln. Und also ich habe ja schon Kabelbruch und alles gehabt und USB-Buchse kaputt. Na, kein Bock, ganz einfach. Bitte nicht sauer sein mit dem Mikro, solange ich Vlogs mache, wo ich für die Vlogs brauche ich 8 Stunden Filmmaterial ungefähr. Sagen wir mal 6 bis 8 Stunden sind es jeden Tag, die ich dann am Ende zusammenschneide. Und solange ich so lange filmen muss und nicht einfach nur einen Vlog mache, wo ich weiß, jetzt mache ich die Kamera an, jetzt quatsche ich mal eine Minute lang in die Kamera an, jetzt mache ich eine inszenierte Szene und filme diese. Wenn ich sowas mache, dann kann ich das mit richtig gutem Video-Equipment machen und kann das mit einer vernünftigen Kamera auch machen, kann ich mit einem vernünftigen Ton machen und so. Aber wenn ich eben so nur meinen Alltag mitschneide, dann nehme ich die kleinste Kamera, die mir möglich ist, mit dem mir angenehmsten, nicht, dass ich so einen riesen Puschel da mit mir rumschleppe jeden Tag, also das möchte ich halt nicht. Und deswegen habt bitte Verständnis dafür, ja, weil manche sich über den Ton halt beschweren. Ich weiß, er ist schlecht. Ich weiß, ich bin selber Tonfetischist, also ich kann sowas überhaupt nicht ab mit Nebengeräuschen, Knarren, Knarzen etc. Deswegen hatte ich ja so ein Problem mit den anderen Karten. Aber jetzt müssen wir hier alle ganz tapfer sein und da durch. Ja. Und ich nehme an, das ist trotzdem brauchbar, noch das Material. So, ich freue mich über die ganzen lieben, netten Kommentare immer, ja, von euch auch. Wollte ich auch nochmal loswerden, explizit. Seid nicht sauer, wenn ich jetzt im Moment auch nicht dazu komme, jetzt jeden Kommentar zu beantworten. Ringo und Annette, seid gegrüßt, ja. Patrick aus Wolfsburg, sei gegrüßt, ja, du bist ja immer fleißig dabei. Der Andi Andreas, sei gegrüßt, ja. Also die am meisten schreiben, sind es. Und nicht sauer sein. Wie gesagt, ich mach das alles nebenbei. Ihr wisst ja selber, ein paar Leute waren ja auch schon hier und so. Und ich habe halt auch tatsächlich noch. Ich habe gestern wieder bis. Weiß ich gar nicht. Ja, gestern ging schnell so, ja, anscheinend. Weil ich genau wusste, ich habe es mir gut im Kopf verhalten können, was so drin war. Ich habe das ganz schnicki-schnacki abgehandelt. Ein paar Sachen gehen trotzdem unter, die vergesse ich dann immer beim Schneiden. Aber naja, schon in Ordnung. Also, Hinterrad rausbauen. Bla bla. Neues Rad rein. Heute heizt du. Nein, ich heiz ja nicht. Was ist denn so hoch oder? Mein Opferstäbchen vorne. Na sag Ach, mal. Ding. Ach, Gott. Du mal mit dem Heizen hast. Da wird es immer warm. Naja, hier ist halt warmer. Ja. Genau. So mal, ich fand Flaschen hier. Ich hab dir schon alle hingestellt. Ja, ich hab mal jetzt. Ist. Und ich habe mir so schnell halt nicht so einen riesen Sack dran. Was hast du die denn da rausgemacht? Ja, wieso ein Penner? Du bist doch Penner! Wir sind doch alle Penner! Nee, natürlich nicht, wenn du mit so einer hässlichen Tüte abziehst. Und das ist ja, schämen sich die Kinder für. Guck dir mal an, die Frau. Guck, zeig euch jetzt mal eine Frau, die sieht aus wie ein Penner. Wie ein Penner. Oh, jetzt versteckt sie das hier. Ja. 2.0. Flaschensammlerin, ganz genau. Was ist denn hier mit dem überhaupt? Mit dem? Mit dem? Den Wagen? Ja. Oh, bist du ein Penner. Was ist denn das für ein Kind? So hin und her gerissen. Einerseits finde ich den viel besser mit hinten, andererseits und der Bremse. Lässt ja, die hat keine Bremse, wa? Ja, und der lässt sich aber besser lenken. Tatsächlich. Aber und hinten hat er halt nur dieses Körbchen. Oh, du bist so ein Penner, ey. Du hast mich schnell gemacht, damit keiner sieht. Damit dich keiner sieht. Naja, und nachher ist er mit der zweiten Tüte. Ja, ich werde das zweimal einkaufen. Wieso nicht? Musst du aber. Oh, schöne Tasche hast du da. Hab ich mir zusammengespart. Ja, vom Pfandflaschengeld. Ja, so ist das. Ne, bitte. Schaut mal hier, schön aufgebaut. Ja, bitte. Nicht, dass sich einer sieht. Extra gesichert. Ich lasse sie in der Cloud.
Läuft noch, wa? Ich glaube, ich bin noch fertig mit dem. So. Das war ja so ein komisches, zu viel Spannungsding. Fertig. Rixen- und Kabelbefestigungen, die finde ich gut, die sind einfach zu bedienen, die funktionieren und die sind stabil. Finde ich gut. Warten auf Kundschaft heißt es jetzt. Er hat mir geschrieben, dass er also gegen 9.30 Uhr halt irgendwie hier sein wird. Und ich habe gesagt, ja, ich bin zu Hause halt irgendwie. Ich habe mir um 9 Uhr einen Wecker gestellt, war natürlich schon früher wach. Aber er nehmt ihr den da. Wenn du bei dem Spätkauf etwas. Mal ganz kurz Ruhe. Ich gebe bald Ostereier. Ruhe. Wenn du bei dem Spätkauf was kaufst, du kaufst. Nicht auf seinen Namen, oder? Nee. Also auf dem Zettel von Flo? Nee. Sehr gut. Nee, geklappt. Also. Du wolltest nur mal geklärt haben, dass das hier keine Bahnen zieht, ja? Die, nein, das muss ja nicht sein. Wie lange seid ihr halt noch nicht schon ein paar? 15 Jahre. Mhm. 17? 15 fast. Mhm. Eine Weile. Schön. Das ist schon wieder eine Einheit. Eine Fusion. Ja. Ich brauche was für meine Kette. Ich wollte mal fragen, was da am besten ist. Kettenspray oder Öl. Ich nehme Kettenfließbett. So weit. Aha. Brauchst du es jetzt mal kurz? Ja, oder ich kaufe was und hab was. Also. Na, gerade haben wir es eben nicht mehr da. Ihr könnt hier was stehen. Zur Verfügung stellen. Wo ist denn? Ich glaube, es steht schon oben. Mann, oh Mann, gerade ist noch sehr bescheiden irgendwie. Mit Verleih und so. Auftrag war auch noch nicht einer da. Also, wie gesagt, Mini-Aufträge habt ihr ja gerade gehört für die Mini-Service-Leistung und so. Hat er mir 5 Euro gegeben gerade. Einfach so für das, was ich jetzt und in der Vergangenheit immer so einfach so nebenbei mache. Wisst ihr, das ist nett. Jo. Oh, mein Schädel, mein Husten. Kennt ihr nicht, wenn ihr so lange Husten habt, dass der Schädel wehtut beim Husten? Oh, furchtbar. Mhm. Wo ist denn die Wurst? Pass auf. Hier. Das ist schon wieder. Die andere ist leer? Ja. Okay. Aber hier wird ja fröhlich um sich gefuttert. Ja. Aber die ist diesmal die ganzen Kekse. Das kann ich dann essen. Das sieht ja hier aus, ey, volles Schlachtfeld. Ja. Memo an mich selbst, Öl und Fett müssen wir wieder kaufen. Also Kettenfließfett und Kettenöl oder Nähmaschinenöl. Beides alle. What's the matter with the MC Marley Mal? Hä? Also ja. Gucken. Baumscheibe, Hobi. Hobi Späti. Machst du? Ja. Jetzt? Ja. Quasi schon in the beginning of the entertainment. Ich auch nicht. Was ist denn los?
Meinst du, da gibt das, da kriegst du denn noch Geld dafür? Stimmt. Also, dementsprechend mehr auch oder mit? Mit oder ohne? Muss ich. Mal gucken, verkaufe ich mal. Fantastisch. Wieso habt ihr das abgemacht? Da war eine Öse dran. Also der Rest von der Öse. Hast du das abgeknipst? Ja. Nee. Ja? Ja. Na gut. Im Gassen, Alter. Ist ja furchtbar. Wieso? Kannst du mir nicht mal anbieten vorher? Ja, das wusste ich doch nicht. Ach, du bist ja auch einer, ey. Ich hab das Kettchen, hab ich noch. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Das kannst du vergessen. Jetzt liegt zum Juwelier, lass wieder Lösung anlöten, oder was? Sekundenkleber. Sind alle Münzen sind noch da und die Kette hoch. Nee, das ist vorbei. Du bist ja wie Batman schon, ey. Wieso? Na, wahrscheinlich warten. Aber ich finde so ein Münzspender für hässlich. Ja, aber wir haben. Das ist egal, Münzschmuck kommt wieder. Das wusste ich ja nicht. Der Kasten nicht. Der Kasten kommt nie wieder rein. Das ist alles nur einmal da. Zack, bumm und weg. Genau. Scheißegal. Die Mehmet mit den langen und schönen Uhren. Knack, 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 knack. Du kaufst mir nur das Gold ab. Ja. Ja, das hätte ich jetzt bei Söhne und Söhne hätte ich das nicht gemacht. Das ist ja Quatsch, das weiß man ja. Ja, ja, oh. Aber trotzdem eher halt. Also, vergleich mich jetzt nicht direkt mit. Doch, mach ich gerade. Schon okay. Passiert. Also Kümmeltürke. Wo hast du mit dem immer abgehangen? Abgehangen, ja. Wir waren so richtig best friends ever. Also Anu kommt heute nach Hause, ist mir auch lieber, ehrlich gesagt. Oder? Kann ich mit ihr nämlich üben und sie hat ja noch Hausaufgaben. Sag mal, der Rahmen, wahrscheinlich hat er die Fahrräder gekauft, um die weiter zu versetzen, ne? Also für seinen Drogenkonsum. War ja nur eins, das hat er sich dauernd gemietet, ja. Immer wieder gemietet, 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 gemietet. Und darüber hat er gesagt, eigentlich hätte ich mich schon jetzt kaufen können, genau wie du eigentlich in der Art. Hat er mir noch einen Fuffi gegeben oder was? Das ist ja nicht mehr. Auf alle Fälle schuldet er mir einen Honig. Noch aus dem Geschäft. Also Standard ist auch viel bei, aber auch ein paar schöne. Fand ich jetzt erstmal. Ich kann die jetzt nicht einschätzen, ehrlich gesagt, noch nicht richtig. Muss ich mal mit beschäftigen. Sollst du dir zeigen? Ja, mach mal. Durchklingeln und ob ihr zufällig was da habt, also ein bisschen Luft habe ich ja noch. Na, bei uns kann man so schnell nicht rein. Tatsächlich. Ja. Also wenn, dann steht es einmal draußen, wenn du vorbeikommst, diese drei Räder, die hier stehen, sind zu verkaufen gerade, aber okay. Ansonsten die anderen Sachen sind eher so klassische MTBs. Alles klar. Gut, ja, aber dann trotzdem. Bitte, bitte. Ja, ja. Ciao, ciao. Ja, viel Spaß. Danke, hau rein. So richtig mit Kraft aufmachen? Jawohl. Mensch, Brummel, jetzt reg dich doch mal ab. Ist doch nur ein Bart, ey. Du siehst doch auch nicht anders aus mit Bart. Lass mal wachsen bis Weihnachten. Ja? Super, vielen Dank. Ja, bitte. Alle Tüte. Ciao, ciao. Ach, du mit deinen Ostereier. Ach, der Brummel, ey. Zu Weihnachten gibt's Ostereier. Weihnachten gibt's Ostereier. Aber ne? Weihnachten gibt's Ostereier. Warte mal nochmal. Ja, Thomas, du lachst. Zu Weihnachten gibt es Ostereier. Da ist er nochmal. Zu Weihnachten gibt's Ostereier. Ja, klar. Ja, klar. Da war er. Nicht lange. Ab mit den Antworten mit Ostereier. Zu Weihnachten? Zu Weihnachten gibt es Ostereier. Jawohl. Programmierbar. Ja, ist so. Wohl, jetzt ist die ganze Familie vereint hier, wa? Ja. Ja. Nee. Weihnachten, Ostereier? Weihnachten gibt es Ostereier. Das Schleifding, lass stehen, ich mach das. Ich räum das weg. 7. Januar gibt es Ostereier. Ja, komm mal in die Geschäfte, da gibt es dann so. Ja, ja, ab und zu Geschäfte. Was kriegst du denn jetzt für, ich weiß ja nicht, für was? Achso, für das ja auch noch hier. Was ist denn das? Ich will für alles, das andere ist
Für das will ich 25, das andere ist zu schenken. Für alles einfach 25. Was ist das, ein Rasierer? Ja, 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 ist ein Rasierer. Guck mal hier. Aber ich kann den ja nicht hier brauchen, der verheddert sich hier immer. Hier. Guck, machst du an. Zeig mal her. Nee, nee. Ein Rasierer? Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ansonsten gibst du mir das wieder und behältst das andere. Ein Rasierer? Ja, ja. Brauch ich nicht. Nee. Carsten, kaufst du was für 2 Euro? Carsten, kauf für 2 Euro. Take one. The check one. The blue one. One of the blues. Ja. Ach, it's locked? Ah, sorry. It is locked. No, dann fangen wir mal an. Am geilsten ist ja der Kettenschutz, ey. Das wollt ihr schon mal sehen. Sieht aus wie ein Querschnitt. Wie ein Alpenpanorama. Wie schick. So geil. Mit eigener Nordwand. Hier am Ende. Naja, gut. Genug gequatscht. Einmal aufpumpen, bitte. Hülse. Hat sie tatsächlich abgeben, deswegen. Kriegt sie. Kostet doch richtig, richtig. So, ordnungsgemäß gepumpt ist. Jetzt Kette spannen. Thorsten ist da. Thorsten will sein Rad übrigens verkaufen, so wie es jetzt ist, für 350 Euro. Also wer das haben will, mit GT-Bereifung, original GT, die alten GT, alt. Mit GT-Bereifung und allem, die waren teuer, 350. Bitte. Felgen hat er selber schwarz lackiert. Naja, fast gut gemacht. Nicht ganz perfekt. Ein Bulldog, daher kommt Bulldog bremsen. Ein geiles Rad. Dino Kompe. Original Dino Griffe. Naja, die Bremshebel sind schnulli, aber der Rest ist schon schick. Also, wer es haben will, bitte Bescheid sagen. Ja, 350 so. Mit, wenn die Reifen ab sind, dann vor viel weniger. Ja. Also, wer es haben will, bitte melden. Bitte melde dich, bitte melde dich. So, hier waren wir beim Kettenspannen. Kettenspannen nicht mehr möglich, weil ist schon am Ende. Also, da muss ich was rausnehmen. Hä? Will er was? Was will er denn?
Ach, da noch ein Gummi drunter. Gut, fertig. So, jetzt kam ein Mietrad zurück, beide Reifen platt. Das ist aber kurios. Also, ich würde jetzt erstmal die Ventile tauschen, tatsächlich. Wenn ich jetzt hier von außen nichts finde. Ne, dann machen wir ein neues Ventil mal rein und dann gucken wir mal vorne und hinten auswechseln. An meinem Aufbau. Ich tausche den gegen den. Gewichtsersparnis. Glaubt man nicht, weil hier ist noch ein Hebel dran, langer, aber der ist leichter als der hier. Ja, das war's schon. Wieder einen Schritt weiter. Sieht ganz langsam hier voran mit Ding, ey. Dauert echt Wahnsinn. Ja, wo ist er denn? Keine Ahnung, das sind wir hier. Ja, wo ist er denn? Also ein bisschen gebastelt habe ich im Keller, ja? Und werde jetzt Feierabend machen. Hab ein bisschen umgeräumt, ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen gebaut, ein bisschen hier den Fußboden vorbereitet. Der muss gemacht werden, der ist total kaputt. Ja. Also richtige Löcher sind hier drin. Ne? Da muss hier noch Licht installiert werden, ein bisschen mehr. Das ist hier alles ziemlich dunkel. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns denn morgen, eventuell, oder übermorgen. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao. Euer Tommy. Und wenn ich mich recht entsinne, ist heute wirklich gar nichts passiert. Also so nichts irgendwie, dass ich irgendwas aufgenommen hätte. Als Reparatur oder so. Weil alles so unspektakulär ist. Also da war ja nichts. Was hatte ich denn gehabt heute? Steht ja auch nicht ein Rad da, ist nicht eine Reparatur, nix, gar nichts. Was hätte ich aber gehabt? Schlauchwechsel wahrscheinlich. Schlauchwechsel, bestimmt. Ja. Naja. Gut, also wie gesagt, manchmal ist es halt so. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.